Hallo und herzlich willkommen bei Tinkertubes Lab. Heute habe ich ein etwas anderes Review für euch. Ich habe nämlich von der Firma eTechCity oder eTechCity oder was auch immer, wie sie sich jetzt nennen möchten, dieses formschöne Diktiergerät bekommen. Und ich dachte mir, während ich es euch jetzt präsentiere, quatsche ich mal ein bisschen darauf herum, damit wir auch uns hinterher von der Qualität überzeugen können. Ja, und meine Intention bei diesem Review ist nicht nur, euch dieses Gerät vorzustellen, sondern auch, ihr kennt mich, da mal reinzugucken. Denn dieses Teil bietet uns auf dieser Seite hier... Hallo, Fokus? Fokus, bitte. Danke. Hier haben wir ein wunderschönes Schräubchen, auch dort. Und auch auf dieser Seite haben wir ein wunderschönes Schräubchen und einen Quality Control Sticker, der natürlich nicht heißt Warranty Void if broken or removed. Also können wir ihn breaken oder removen, wie wir möchten. Ist das nicht schön? Ja, auf dieser Seite auch gleich die Ladebuchse, mit der auch gleichzeitig die Daten übertragen werden können. Auf dieser Seite finden wir hingegen die Bedienelemente. Hallo, Fokus. Danke. Ja, wir haben hier Track Jump. Rückwärts, vorwärts, Volume und Menü. Ja, es ist tatsächlich nur hier Volume drauf und hier ein Menü, auch wenn diese Tasten zusammenhängen. Das ist nicht sonderlich intuitiv zu bedienen, aber da komme ich gleich noch zu. Hier haben wir den eigentlichen Power-Schalter. Den lasse ich jetzt gerade mal in Ruhe, weil wir nehmen hier auf. Und hier haben wir einen Anschluss für Kopfhörer. Gewünscht hätte ich mir an dieser Stelle jetzt noch eine weitere Buchse, am besten eine Klinkenbuchse, um ein externes Mikrofon anzuschließen. Das wäre noch richtig geil gewesen. Aber so an sich, dieses Teil macht einen wirklich hervorragenden Eindruck. Es liegt sehr gut in der Hand. Es ist komplett aus Metall. Hier vorne würde ich vermuten, dass es eine Kunststoffscheibe ist. Die ist aber relativ kratzfest. Ich benutze es jetzt schon 2-3 Tage lang. Habe es einfach so in meiner Tasche neben meinen Schlüsseln. Und wie ihr sehen könnt, bis auf Fettfinger und Schmiererei und sowas, ist das nicht verkratzt oder sonst was. Ja, auf der Vorderseite haben wir einerseits den Lautsprecher und die Bedienelemente Stop, Record und Play. Die Mikrofone sind oben angeordnet. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genug geschwätzt und lauschen einmal kurz, wie die Soundqualität ist. Bitte Stopp. Bitte Stopp. Danke. Und einmal abspielen. Hallo und herzlich willkommen bei Tinkertubes Lab. Heute habe ich ein etwas anderes Review für euch. Ich habe nämlich von der Firma eTechCity oder eTechCity oder was auch immer, wie ihr sich es nennen möchten, dieses formschöne Diktiergerät bekommen. Und ich dachte mir, während ich es euch jetzt präsentiere, quatsche ich mal ein bisschen darauf herum, damit wir auch uns hinterher von der Qualität überzeugen können. Ja, und meine Intention bei diesem Review ist nicht nur, euch dieses Gerät vorzustellen, sondern auch, ihr kennt mich, da mal reinzugucken, denn dieses Teil bietet uns auf dieser Seite hier, hallo, Fokus, Fokus, bitte, danke, hier haben wir einen Wunsch. So, wie wir gemerkt haben, ist die Soundqualität durchaus nicht schlecht, selbst für diesen kleinen Lautsprecher, muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht gewesen, wie gut das Ding klingt, denn nicht nur, dass man mich persönlich jetzt sehr gut verstehen kann, auch wenn das Ding, boah, wie weit ist es wohl weg? Gute 40 cm von meinem Mund. Und die Mikrofone zeigen natürlich in die falsche Richtung. Es ist qualitativ vom Klang her echt nicht schlecht. Wenn man Kopfhörer anschließt, natürlich nochmal eine Nummer besser als dieses Mini-Lautsprecherchen. Und was mich überrascht hat, ist, dass trotz, dass ich es in der Hand habe und durch die Gegend gedreht habe und euch gezeigt habe, hat man nicht so sonderlich viele Nebengeräusche gehört. Man hat natürlich ein leises Rascheln gehört, aber das war jetzt eher minimal. Was ich gemerkt habe, ist, dass es dazu neigt zu übersteuern. Das hat man auch gerade bei meiner Sprachprobe festgestellt. Das ist jetzt nicht so unbedingt so schön, aber ich denke, das liegt einfach auch ein bisschen am Preis, weil dieses Gerät ist für das Gebotene, für die Verarbeitungsqualität und alles wirklich meiner Meinung nach preiswert. Ja, wie ich schon gesagt habe, gerade bei meiner kleinen Quatschorgie, es ist nicht unbedingt super intuitiv zu bedienen, weil
Bedienung im Menü, die Navigation erfolgt auch mit der Skip-Taste, ne? Von wegen vorwärts, rückwärts, gleich hoch, runter. Ich zoome mal ein klein wenig ran, dass man das etwas besser sehen kann. Ich hoffe, dass ich halbwegs es gerade halte. Ja, wie gesagt, hier kann man damit hoch und runter springen. Die Volume-Taste macht auch wirklich nur das. Wir kommen in einen Punkt, wo wir sagen können, Lautstärke. Wir können nicht sagen, hier Lautstärke leiser oder hier höher. Nein, dann gehen wir durch die Menüs. Sagen hier und dann gehen wir über das seitliche, na, über den Skip-Button oder Vorwärts-Rückwärts-Button hoch und runter. Nach einer kleinen Eingewöhnungszeit funktioniert das ganz gut, aber es ist nicht unbedingt intuitiv, muss ich schon sagen. Aber naja, wie gesagt, für die gebotene Preisklasse vertretbar. Gut, dann haben wir nicht nur in diesem Gerät ein Diktiergerät eingebaut, wir haben auch zusätzlich eine MP3-Player-Funktion. Diese erreichen wir, indem wir mittels Menü ganz rausgehen. Dann wählen wir über die seitlichen Buttons die Musikfunktion an. Die habe ich jetzt mal bewusst leer gelassen. Ich habe es ausprobiert, keine Sorge, es funktioniert gut. Es ist wie mit jedem anderen MP3-Player auch. Die Qualität ist ganz hervorragend. So gut eine MP3 halt sein kann. Ne? Aber aus Gründen von GEMA und weiß der Geier was, habe ich jetzt mal darauf verzichtet, irgendwas da drauf zu machen. Hinterher heißt es dann so von wegen, oh, dein Video wurde gesperrt, weil du nicht zertifizierte Musik verwendet hast und dafür nicht 5000 Euro bezahlt hast oder solche Geschichten. Und darauf kann ich gut und gerne verzichten. Ja, weiterhin können wir hier auswählen die Einstellungen und die sind eigentlich für ein Gerät dieser Preisklasse relativ okay, sag ich mal. Ist jetzt nicht, du kannst nicht in einen Einstellwahn verfallen, aber es ist in Ordnung. Bestätigen tun wir mit der Play-Taste übrigens und dann können wir hier hoch und runter gehen. Wir können die Hintergrundbeleuchtung auswählen, Datum einstellen, Sprache übrigens sehr gut übersetzt, also auch wenn das Ding steht sogar hinten richtig schön drauf, Made in China ist, hier, ist die Übersetzung gar nicht mal so verkehrt. Des Weiteren können wir einstellen einen Sleep Timer, der geht von, ich winkel das mal ein bisschen ein, von 10 Minuten bis 90 Minuten, anderthalb Stunden lang können wir das Ding Sleep Timern lassen. Zurück geht man eigentlich, indem man auf Menü drückt. Das funktioniert in dem Menü offenbar nicht. Also, ich muss erst bestätigen. Gut, möchte ich wieder aushaben, danke. Unter dem Punkt Informationen können wir uns allgemeine Informationen über das Gerät anschauen. Zum Beispiel die Seriennummer. Nein, die Seriennummer nicht. Aber die Softwareversion und das Modell, was sehr kurz nur angezeigt wird. Unter Festplattenspeicher können wir uns anschauen, wie viel wir schon verbraucht haben. Hallo, bisschen schneller, bisschen weniger schnell bitte, danke. Ja, wir können uns anschauen, wie viel Speicherplatz wir haben und wie viel wir bereits verbraucht haben. Wieder über Menü gehen wir zurück. Wir können die interne Speicherkarte komplett formatieren, beziehungsweise die Festplatte, weil angeblich ist es ja ein Festplattenspeicher, das werden wir noch sehen. Und wir können es komplett auf die Werkseinstellung zurücksetzen, was ich bei manchen Geräten mal wieder vermisse, diese Funktion. Hierbei ist sie vorhanden, sehr praktisch. Auch schön zu sehen hier oben, Menüpunkt 7 von 7 und die Uhrzeit, die wir eingestellt haben, ganz nett. Hier haben wir die Batteriestandanzeige auch deutlich erkennbar im Vergleich zu manch anderem Gerät. Also was die Anzeigegenauigkeit angeht, finde ich das sehr gut. So. Achso, nee, Stopp ist nicht zurück. Ich vergesse es immer wieder. Wir müssen Menü drücken. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Wecker einzustellen. Diesen können wir beispielsweise, was sagte mir da? Wecker öffnen, einschalten. Okay, da ist die Übersetzung jetzt nicht so toll. Wecker öffnen und einschalten. Ich schalte den Wecker lieber aus. Zeiteinstellungen, gut, haben wir ja schon mal gemacht, warum auch immer man das nochmal hier einstellen kann. Wie gesagt, die Bedienung ist nicht unbedingt intuitiv. Wir können einen Zyklus einstellen täglich, Workday einmals, also dieses Menüpünktchen ist ebenfalls nicht so toll übersetzt, lustigerweise. Die anderen sind echt nicht schlecht, muss man wirklich sagen.
Ein Alarmsignal können wir auswählen, entweder das Standarddingen oder... Ups, da gehen wir jetzt wieder zurück. Wir können auswählen, ob wir das eingerichtete Gebimmel wählen möchten oder die Lieder in Festplatte. Lieder in Festplatte ist jetzt nichts drin, aber ich könnte mir zum Beispiel mit meinem gerade aufgenommenen Geschwätz das morgendliche Frühstück versauen lassen. Lautstärke können wir auch einstellen, ganz wunderbar. Wir können ein Auto-Record einstellen, ob wir beispielsweise um eine bestimmte Uhrzeit und eine bestimmte Beendigungszeit, sogar mit einer zyklischen Aufnahme. Das heißt, wenn wir beispielsweise sagen, wir sind in unserem Gartenhaus vom, keine Ahnung, Datum bis Datumende, immer von 16 bis 22 Uhr nicht da und immer dann wird irgendwas entwendet, dann kann ich das Ding da hinstellen und sagen, hier, nimm mal bitte auf, von dann bis. Das ist gar nicht mal so verkehrt, gibt sicherlich einige Anwendungszwecke, wo man es brauchen kann. Ja, raus aus dem Alarm, rein in die Aufzeichnungen, auch hier haben wir einige Einstellungsmöglichkeiten. Hier erstmal unsere Bibliothek, was wir bereits alles aufgenommen haben, mit der Funktion, alle löschen zu können. Bestätigen mit Play. Auswählen, ob man alle löschen möchte, finde ich sehr gut, weil es ist mir vorhin schon mal versehentlich passiert, dass ich wollte eigentlich auf Record drücken, drücke auf Play und dann, ups, ich möchte bitte nicht löschen. Dann gehen wir da wieder raus. Und wir haben für die Aufnahme eine mannigfaltige Einstellmöglichkeit, nämlich wir können wählen, ob wir im Recording-Modus, im normalen Modus oder mit dynamischer Rauschunterdrückung arbeiten können. Möchten, nicht können. Können auch, aber möchten ist hier die Frage. Ich bin der Meinung, nein, möchten wir nicht, denn ich habe es ausprobiert. Ich persönlich finde, wenn man die Dynamic Noise Reduction anschaltet, reduziert sie jetzt nicht so unbedingt sehr viel Noise, aber sie reduziert so ein bisschen die Menschlichkeit in demjenigen, der aufgezeichnet wird, weil man klingt danach ziemlich blechern. Also noch blechern, als durch den kleinen Lautsprecher eh schon gegeben ist. Also das Feature... Persönlich, mich hat es jetzt nicht angesprochen. Mag nice to have sein, aber ich brauche es nicht. Ich habe es ausgeschaltet, weil mir die Qualität wichtiger war. Aufnahmeformat können wir auswählen zwischen MP3 und WAV oder WAVE oder WAV oder wie immer man es formulieren möchte. Die Bitrate können wir auswählen zwischen 32 Kilobit die Sekunde, 64 Kilobit die Sekunde oder 128 Kilobit die Sekunde. Größer ist natürlich besser, braucht aber auch bedeutend mehr Speicher. Was dieser Modus heißt, jetzt Track AVR Modus, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Unterschied festgestellt jetzt bisher. Ich habe heute Morgen einige Aufnahmen gemacht, wo ich den Modus umgeschaltet habe und habe jetzt keinen Unterschied festgestellt. Man könnte jetzt natürlich in die Bedienungsanleitung gucken, aber ich habe keine Ahnung, ob ich dazu Lust habe oder ob ich dafür gerade einfach zu faul bin. Ich meine, ihr kennt mich, Bedienungsanleitung braucht man nicht, ist überflüssig. Vielleicht gucke ich hier mal rein, so grob und schreibe es hier zu, vielleicht wahrscheinlich nicht. Ja, im Endeffekt war es das schon mal mit dem eigentlichen Review. Mein Fazit zu diesem Gerät ist, für den gebotenen Preis, ein sehr schönes Gerät. Es ist wirklich sehr, sehr solide gebaut. Wie man so schön auf Englisch sagt, it is built like a brick. Also ja, man kann es auch durch die Gegend schmeißen, da passiert überhaupt nichts. Es ist komplett aus Metall, es verwindet sich kein bisschen, wenn ich dran drehe und drücke. Das Display ist sehr gut ablesbar. Die Bedienung ist ein bisschen unintuitiv, aber es ist eine Gewöhnungssache. Klangqualität gut, selbst die Wiedergabequalität mit dem Mini-Lautsprecher. Ausgabe von MP3s und den aufgenommenen Sachen über eine Klinkenbuchse an Kopfhörer funktioniert tadellos. Sehr gute Qualität. Weckerfunktion, Alarmfunktion, automatische Aufnahmefunktionen. Was will man mehr, außer, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, einen Anschluss für ein externes Mikrofon. Aber sonst absolut wunschlos glücklich zu dieser Preisklasse. Top. Wie immer findet ihr in den Kommentaren einen Link, wo ihr dieses Gerät bekommen könnt, inklusive Angaben zum Preis. Ja, das war's auch schon wieder. Im nächsten Teil dieses Videos werde ich jetzt mal hier reinschauen. Falls es euch interessiert, schaltet doch wieder ein. Bis dahin, euer SGL4.
Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei der bei dem Diktiergerät, wo wir einmal hineinschauen wollten. Weil es bietet sich uns hier so schön an mit Schräubchen hier, Schräubchen da. Kein Warranty Void, sondern nur ein Quality Control Sticker. Lass uns mal reinschauen. Okay, das ist zu groß. Da brauche ich einen kleineren Schraubendreher. Hallo, wo ist er? Ach, da ist er doch schon. So, das geht gut. Die Schrauben lösen sich perfekt. Sind auch sehr gut gearbeitet. Klemmt nichts, hakt nichts, einwandfrei. Das bestätigt nochmal meinen Eindruck von der Qualität dieses Geräts. Super. Ich bin gespannt, was wir hier drin sehen. Wahrscheinlich nur den Akku und vielleicht die Festplatte. Keine Ahnung, ob man da, wie weit man reinschauen kann. Wir werden es sehen. So. Und auf damit. Falls ihr gerade merkwürdige Geräusche im Hintergrund hört, es ist am Stürmen und am Regnen ohne Ende. Ich entschuldige mich für etwaige Nebengeräusche, aber ändern kann ich daran leider gerade nicht viel. Okay, wie geht das jetzt weiter auf? Ich möchte nicht das Display zerbrechen. Weil ich dieses Gerät würde ich doch schon wirklich ganz gerne weiterverwenden. Das gefällt mir nämlich echt gut. Also, da kommen mir jetzt gerade mal die Tasten entgegen. Komm mal her. Komm her. Tasten sind schon mal raus. Bewegt sich da was? Nicht wirklich, ne? Ich mach's mal an, weil dann sieht man, wenn Biegekräfte auf das Display gelangen. Ich habe das Displayglas einen Spalt weit abbekommen. Jawohl, da liegt der Hund begraben. Wunderschön. Hier sind noch zwei Schräubchen drunter. Jetzt bloß in die Abrutsche und mal einmal richtig schön so aufs Display drauf. Das wäre der GAU. Das ist ein sehr schönes Display, muss ich jetzt sagen. Ne? Das ist echt schön gemacht. Jetzt müsste doch das hier abgehen können, oder? Oder habe ich jetzt nur hier... Okay. Ich habe jetzt den Metallrahmen gelöst. Den habe ich ein bisschen verbogen. Den biegen wir direkt mal wieder zurück. Und jetzt kann die Mikrofoncover... Okay. Guck mal. Die Mikrofone... Bei einem ist abgefallen. Die Mikrofone... Hallo, Fokus, da. Haben so kleine Gummi-Noppen außenrum, die das vor Körperschall schützen, nehme ich mal an. Die sind einfach da drauf geschoben quasi. Schön weich. Hier unten der kleine Lautsprecher ist wie von einem Fernsehgerät. Und von einem modernen, die so extra flach sind. Keinerlei
Kennzeichnung oder sonst was drauf. Schade. Aber egal. Als Chipsatz ist hier drauf ein ATJ2129. Das sagt mir jetzt so gar nichts. Gucken wir doch direkt mal nach. Ja, wie immer ist die Suche nach Datenblättern bei Made in China Produkten nicht so unbedingt einfach. Wir haben offenbar wieder irgendein chinesisches IC. Ah, hier. Portable Audio Play and Recorder. System on Chip Color Display. Okay. Ja. Das scheint also schlicht und ergreifend ein IC zu sein, was genau für diesen Zweck gebaut wurde. Und daher werden wir da wahrscheinlich nicht viele Informationen drüber finden. Aber das ist auch nicht weiter tragisch. Interessant zu sehen, dass es da offenbar vorgefertigte Lösungen gibt. Gut, ich meine, es ist eigentlich fast schon zu erwarten gewesen, aber nichtsdestotrotz, sowas mal in Natura zu sehen, ist doch auch mal ganz nett. So. Das mal da raus. Ah, ein Mini-Lithium-Pack. Und der Schalter ist tatsächlich ein richtiger Schiebeschalter, der augenscheinlich auch wirklich die Batterie vom Gerät trennt. Oder? Nein, tut's nicht. Nein, trennt nicht. Das ist so eine Soft-Standby-Geschichte wieder. Wir haben hier eine Coson 210 mAh Batterie, 0,777 Wattstunden. Schöne Zahl, 0,777. Hier ist unser 8 GB Speicherchip, unser Flash-Speicher. Das hier ist dann halt entsprechend die ganze Standby-Schaltung, wahrscheinlich inklusive Mikrofon. Ja, ist die Frage, brauchen sie Phantomspannung oder nicht? Elektretkapseln, müsste man sich mal genauer reinfuchsen. Hier haben wir unseren NF-Ausgang, das geht wahrscheinlich direkt, ja, das geht direkt in den Chip hinein. Der hat also auch seinen Verstärker direkt integriert, also eine komplette Fix- und Fertig-Lösung, wo man im Prinzip nur noch seine Peripherie ranschließen muss, wie man es halt möchte, und dann lügt das. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, muss man sagen. Zwar simpel, aber auch der Aufbau so an sich sieht jetzt nicht zu sehr gefuscht aus für Made in China, muss ich sagen. Gut, man sieht sogar, dass die Anschlussbeinchen von Fokus, ja, vom Lautsprecher, da sieht man auf der Kamera etwas schlecht, aber auch hier von der Lithiumzelle, da ist so ein bräunlicher Schmodder drauf. Das ist eine Klebemasse, was genau, keine Ahnung, es ist kein Heißkleber, es ist auch nicht dieses silikonähnliche Zeug. Das ist eher so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wie so ein altes Kaugummi fühlt sich das an. Aber naja, sollte reichen, um die Drähte daran zu hindern, abzufallen. Was hier drunter steckt, das kann man durch den ganzen Klebstoff jetzt nicht erkennen, müsste ich komplett abkratzen. Aber ich denke, das ist es nicht wert, die Arbeit dazu. Ja, das war im Prinzip schon das ganze Innenleben hiervon. Relativ unspektakulär, aber interessant mal zu sehen, wie das alles gemacht ist. Und vor allen Dingen, wie schön kompakt das gebaut ist. Sehr interessant finde ich auch diesen mini kleinen Kurzhub-Taster hier. Ich wusste bisher gar nicht, dass die so klein gebaut werden können. Faszinierend. Naja, wie dem auch sei, bauen wir mal wieder zusammen. Ich hatte für einen Moment überlegt, ob man eventuell einfach parallel zu den Elektretmikrofonen hingehen kann und die vielleicht an die Kopfhörerausgangsbuchse anschließen kann, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Kopfhörerausgang hier drin. Aber dann habe ich mir gedacht, nee. Lass mal so, wie es ist. Ja, ich werde das dann jetzt noch wieder zusammenbauen und sage daher schon mal bis dahin, euer Eskelfier.